liebe Freunde beim Bauerhaus. Ich werde wieder ein bisschen später. Viertel nach zehn. Und ich muss noch 2 Hektaren Kartoffel spritzen. Ich habe ein bisschen zu spät begonnen. Weil es so heiß war, habe ich zugewartet. Und jetzt da ist es auch gleich wohl schon Nacht geworden. Ja. Jawohl. Machen wir das. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen verspätet, weil ich eine komplizierte Tankmischung mache, um meine Kartoffeln gegen Krautfäule zu schützen. Chlorotal, Sinus, Chlorotal plus Simoxanil. Und dann kommt noch Amistar dazu. Und dann gegen den Kartoffelkäfer, gegen die Raupen des Kartoffelkäfers, Audienz. Und dann kommt noch 5, 6, 7 Kilo Dünger dazu. Kann ich den Namen gerade nicht sagen. Verrückt, ja. So ein Spurenelement-Dünger, der muss auch noch rein. Bei den Saatkartoffeln musste da noch Öl rein. Ja, es muss alles zuerst zusammengemischt werden. Ne? Braucht mehr Zeit beim Füllen. Man muss gut studieren, dass man da alles drin hat. Da vorne am Traktor seht ihr, ich habe den Düngerstreuer, elektrischen Düngerstreuer montiert, um Schneckenkörner zu säen. Das muss auch noch dosiert werden, eingestellt. Ja, es ist heute Abend ein bisschen schwierig, Kartoffeln spritzen. Hier der Schneckenkornstreuer, die Steuerung. Verschieben, zum nächsten Feld fahren. Oh, fertig. Halb 12. Ich glaube, so spät habe ich noch nie Kartoffeln gespritzt. Das ist ein bisschen verrückt. Ich hatte da noch Probleme. Und zuletzt habe ich nicht mehr gesehen, wo durchgefahren bin. Eine falsche Spur gefahren. Ja, alles so Sachen. In der Nacht wird das einfach auch schwieriger.